Hier ist wohl wieder Krischer bzw. On My Way to Onyo mit einem weiteren Let's Something. Ich nenne es jetzt ab jetzt so, weil ich Bock dazu hab. Ja, ich würde sagen, es wird eher ein Let's Try, ja. Denn das ist ein, ja, wie soll ich denn dieses Spiel beschreiben? Es heißt Games of Glory. Es hat sehr wenige Facebook-Likes, das heißt also, es ist kaum bekannt, es ist gerade in der Alpha. Es hat gerade mal 1600 Facebook-Likes auf ihrer Seite und gerade mal 80 Follower bei Twitter. Das ist, ja, scheiße. sogar ich habe 600 und ich bin ein Nobody. Ja, also da muss die Firma schleunig was dran ändern. So, was kann ich euch noch großartig erzählen? Es ist von einer neuen Firma, die sich Light Blub Crew nennt. Ja, und die versuchen halt jetzt neue Spiele, neue RTS, also Real-Time Strategy Spiele rauszubringen. Wie erfolgreich die damit sind oder wie gut, das wird sich jetzt eher zeigen. Das ist, soweit ich weiß, einer ihrer ersten Spiele. Und das, was mich aber fasziniert bis jetzt, ist, naja, es sind kaum Spieler online, also es sind 9 Spieler weltweit online und ein Player ist gerade mal in der Matchmaking Queue. Wir machen mal schon, bevor ich weiterrede, wir machen auch schon mal Play. Oh, Moment, ich bin bloß gerade falsch. Ich darf nicht hier sein, sondern ich muss im Game Play drücken. Irgendwie geht das gerade nicht. Okay, jetzt. So, da. Play. Das Tutorial habe ich noch nicht angezockt, das hätte ich mal machen sollen, aber hier, warte mal, hier steht ja Training. Nee, das Training machen wir jetzt nicht. Wir machen ja Play. Das Menü sieht recht komisch aus, aber bevor ich euch jetzt weiter über das Menü nerve, wollte ich ja noch was erzählen, nämlich das Spiel ist schon bei Steam Greenlight, falls euch das was sagt, also für diejenigen, die nicht wissen, was das ist halt bei Steam eine Kategorie, wo man Spiele wählen kann und wenn sie dann genug Punkte haben, das heißt, wenn sie genug Daumen hoch haben oder eher Daumen runter, dann wird derjenige, der das Spiel sozusagen rausgebracht hat, also der Developer, also der Entwickler und auch natürlich der Publisher sozusagen, also derjenige, der das Spiel letztendlich dann auch rausbringt, mit dem unterhält sich dann Valve, also ja, Steam im Prinzip, also diejenigen, die Steam entwickelt haben und danach wird halt entschieden, ob das Game nun gut genug ist für Steam, sage ich jetzt mal so, beziehungsweise das entscheiden ja eher die Mitglieder mit ihrem Daumen hoch oder Daumen runter. Und das hat halt, dieses Spiel hat schon so viel, ja, Likes nenne ich das jetzt mal, gesammelt, dass es bald jetzt vielleicht zu Steam kommt. Also es wurde, die Steam Greenlight wurde irgendwann 2014, ich glaube 22. Juli, nicht dass ich mich jetzt irgendwie veröffentlicht. Wartet mal, ich gucke mal schnell, 22. Juli 2014, ja, und updated am 13. November 2014. Und wie gesagt, es hat halt schon in dieser kurzen Zeit, hat es halt schon so viele Likes bekommen, dass es halt dann vielleicht sogar bei Steam, zu Steam kommt. Also hier oben sehen wir halt, es sind gerade 11 Online-Players da, 2 Players in der Queue, also ich und noch ein anderer. Hier kann man halt die Map selecten, also die Karte auswählen. Ja, was kann ich hier noch kurz ehrlich sagen? Bei den News ist irgendwie, was ist das Schönes? Ja, das ist halt allgemein, was so. Ja, was jetzt das Game so betrifft, also die ganzen, naja, News halt. Ja, ich hätte euch natürlich auch das Tutorial zeigen können, aber wie ich euch schon vor, weiß ich nicht, vor zig Videos gesagt habe, was heißt, erstens mache ich das nicht gerne. Ich könnte so eine Rubrik einführen, wo ich euch, wo ich auch die Tutorials halt durchzocke, aber ich weiß nicht, also. Ich finde, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen und einfach mal in die Kommentare reinhauen, ob ich sowas machen sollte oder nicht. Weil ich finde eher, Tutorials sind, weiß ich nicht, die sollte man eigentlich nicht vorstellen, weil es irgendwie dämlich ist. Das sind halt Tutorials, das ist weder interessant noch sonst was. Das kann halt jeder Idiot selber machen.
So, natürlich kann auch jeder Idiot das Spiel sich runterladen und dann sich spielen. Klar, warum guckt ihr meine Videos? Aber ich stelle euch ja das Spiel vor, weil ich das Video, das Spiel noch nicht gekannt habe, vielleicht. Und da will ich ja eher PvP und ja, PvP zocken. Ob das jetzt klappt, kann ich euch nicht versprechen. Ich versuche jetzt mal, ja, sage ich jetzt mal so, noch eine Minute in der Queue zu sein oder so. Was ist das hier schönes? Lightbulb Club. Was ist das? Apply. Was auch immer das ist. Ah ja. Was sind das für komische Clubs? Unlock Club Creation at Level 2. Ach so, das sind irgendwie Gilden oder was? Ach so, also Clubs. Ja, Lightbulb Club einfach von mir aus. 13 Members, kann man hier die Member angucken, Match History und Search, also sind wie Gilden sozusagen. Und Leaderboards, ja, das sind halt die Top 50 Spieler sozusagen. Ja, hier Rank steht da und der ganze Mist. Ja, es ist halt Kacke, ne? Die Leute wollen nicht zocken. Ich frag die mal kurz. Ja, ich warte noch bis zur 5. Minute und dann muss ich leider Gottes. Oh mein Gott. Ja, das wäre halt das Tutorial 5 gegen. Ach, das hat jetzt doch geklappt oder was? Ja, toll. Aber ich spiele halt mit Bots zusammen. Ja, hey. Naja, egal. So, ja, was nehme ich denn Schönes? Wer sieht denn cool aus? Oh, der sieht lässig aus. Der sieht auch ganz cool aus. Ja, der sieht cool aus. So, mache ich mal Lock. Und dann, jetzt muss ich sozusagen warten. Hier könnt ihr dann irgendwie noch ein Enhancement-Set auswählen. Also, dürft euch nicht wundern, dass ich die ganze Zeit den hier mache, aber die Auflösung ist halt ziemlich scheiße, weil ich kein, ja, weil ich kein 4 zu 3 Bildschirm habe und kein 16 zu 9 bzw. 21 zu 9. Jo, das ist ziemlich nice. Babam, bam. So, ja, gucken wir mal. Also ich spiele sozusagen mit Bots, gegen Bots. Tut mir leid. Ja, Wusa. Also an der Stelle machen wir mal eine kurze Pause. Nämlich einfach aus dem Grund, weil das Video einfach zu lang wird. Das heißt, ich werde dann morgen das nächste Video hochladen. Eigentlich lade ich ja keine Videos am Mittwoch hoch, sondern nur Montag, Dienstag und Donnerstag. Montag habe ich übrigens keins machen können, weil ich gar keine Zeit habe. Beziehungsweise gehabt habe. Ja, wir kaufen hier erst eine Waffe, bevor ich weiterrede, und dann geht's hier los. Wir warten mal, ich habe ja noch ein bisschen Geld, das heißt, ich kann noch eine Mini-Waffe kaufen. Oder ist das jetzt irgendwie die zweite? Keine Ahnung, auf jeden Fall kaufe ich das hier. Ach, das ist so geil, guckt euch das an. Ich habe jetzt so ein riesen Schwert und so eine Pistole. Das ist mega lustig. Und wieder läuft, ist cool. Zieht sich mal rein, weil er halt irgendwie drei Pfoten hat. Ja, genau, er läuft wie so ein Affe. Also so ähnlich. Okay, jetzt muss ich erstmal verstehen, was ich hier machen muss. Also, so wie ich das verstanden habe, ist das nämlich eine Dominion-Map. So, also muss ich hier einfach, denke ich mal, irgendwie rumstehen. Was ist das hier? Ah, okay. Das ist hier der Victory Point. Das heißt, den müssen wir ein. Ja. Ach so, ja, der wird aufgeladen. Okay. Okay. Also, dass man die Auto-Tags hier halt nicht einfach per Linksklick aktiviert, sondern auch verdammt, da müsste ich mal wieder reingelaufen, sondern dass man die, ja, die ganze Zeit klicken muss. Ja, es ist schon sehr schwer sozusagen. Was heißt schwer? Es ist halt schwerer als zum Beispiel bei anderen MOBAs. Okay, hier kann ich halt dashen, so wie ich das gecheckt habe. Ach nee, mit 2 dash ich. Okay. Und mit 3 kann ich dann. Okay, irgendein Schild oder was ist das eigentlich? Ah, ich nehme Damage. Was ist das? Instantly Ach so, okay. Ich resette die Auto-Tags von meiner Waffe sozusagen. Also nicht die Auto-Tags, sondern um genauer zu sein. Wow! Never mind, I'm dead.
Ey, das kotzt mich übelst an. Nämlich nicht, weil ich tot bin, sondern weil, wo ist denn der Mist hier? Da, Einstellungen. Ich muss nämlich die Controls. Das ist halt, dass ich die Skills nicht auf Ping ist Q, Switch, Weapon ist E. Ja, das ist halt totaler Blödsinn, weil... Ja, das ist halt totaler Blödsinn, weil ich bin vom normalen MOBA gewohnt, dass man halt... also man kann es komplett übrigens auch mit Tastatur spielen, man muss das nicht mit Maus spielen. Ja, Weapon Switch mache ich mal hier Tab und Ping mache ich hier mal Alt, so wie bei LOL. So, dann mache ich einfach mal okay. Oh, Smartcast gibt es ja auch. Das stellen wir auch mal schnell ein. Tooltips können wir lassen. Ja, das hätte ich mal vorher machen müssen, aber ja, das würde mir nicht eingefallen. So, Level Up. Okay, ja, das gefällt mir doch schon viel besser. Hier, wenn ich sozusagen schieße, dann mache ich E. Und ja, und dann ist sozusagen meine Munition komplett aufgeladen. Ach du Scheiße, hier sind ja Gegner. Ey, das ist echt heftig, weil... Ah, verdammt. Wow, 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 das ist echt uncool. Ich versuche jetzt mit Auto-Attack hier runterzuhauen. Ey, 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 ey. Du entkommst nicht. Nein! Ey, ist doch kacke. Er ist entkommen. So, also wie gesagt, der Sinn von dieser Map ist sozusagen Dominion, also wie bei League of Legends. Hier wurde einfach das Dominion-Prinzip übernommen. Wenn ich jetzt drauf gehe, wo bin ich dann? Auf der Base? Nee, das ist auch irgendwie, was ist das? Credit Point, was ist das denn? Keine Ahnung. Egal, also hier kann man irgendwie auch fighten, das ist in der kleinen Extra-Arena. Ja, hier ist nochmal der Victory Point, wir sind halt blaues Team, die sind gelbes Team und bei denen muss das halt runterlaufen. Ah, verdammt! Geh weg! Alter! Uncool! Was? Wie bin ich denn gestorben? Check ich nicht. Egal. So, wo steht denn überhaupt da, wenn ich wiederbelebt werde? Okay, ich kann schon mal, ja. Also man kann es übrigens ein bisschen, also ein bisschen, ja, ein bisschen viel, würde ich mal behaupten, kann man es mit Bloodline Champions.